Die Krieger zu Garben gebunden. Episode 7. Der Brief. Io. Es ist ein Sommergewitter. Der Wind bügend die Äste der Sträucher und treibend die Regenschleier über das Feld. Auf dem Friedhof ist ein offenes Grab. Dem Oheim haben sie Abend gelohnt mit zwei Stricken. Manger hat noch ein Blümlein auf den Sarg getan. Der Pfarrherr hat das Messbuch zugemacht. Und die Gesellschaft hat sich aufgemacht in die Schenke für das Leichenmöhli. Das Hildi steht noch am Grab und der Wind reisset an ihrem Gewand. So, Oheim, so wird's dann jetzt Zeit für uns. Doch will ich dir danken, bevor ich dich verlohne. Vielleicht weißt du das nicht mehr, doch du hast mir einst eine Birre gegeben. Da was ich noch ein Mädchen. Für die danke ich dir. Das ist an dem Tag gewesen, wo ich als Verdingkind zu euch gekommen. Ich han so grosse Angst gehabt, aber du habst mich so lieb angeschaut und wortlos mir das Birrelin gegeben. Das ist die beste Birre gewesen, die in meinem Leben ich gegessen, weil du sie mir gegeben hast und dann erst noch das Bütschki herausgeschnitten. Du hast gern Kind, gell? Ich sehe es daran, wie du zu den meinen bist. Darum will ich nicht glauben, was der Herr Pfarrherr sagt, dass all die in der Höhle kommen, um dass die dort gesotten und gebrennen. Ich glaube, du machst den Umweg nicht. Du bist ein guter Mensch gewesen und dann als einsättiger auch gestorben. Mit einem guten Wort für jeden und mit einem Lächeln, dass der Ebenäre dich abgeholt. Da hast du schon ins Paradies übern gesehen. Das weiß ich genau. Ich wünsche es jedem, dass also er sterben möchte als du. Deswegen bin ich nicht in Trauer um dich, sondern freue mich, dass dir der Rücken nun nicht mehr schmerzt. Ich will der Röse jeden Abend die Beine einbinden, so du es nun nicht mehr vermagst. Bitte für uns, lieber Oheim. Als sie gesprochen, hinkt das Hildi zum Tor in der Friedhofsmauer, wo in einem Karren ihr Mann und ihr fünf Kind schon auf sie wartet. Mit fahrigen Händen hat er die Dinge ums Lager zusammengeräumt. Das Tuch, auf dem das Geschirr vom Mittagsmahl noch herumgestanden, hat er an allen vier Ecken genommen und mit einem Strick an den Esel gebunden. Danach hat er die Margrit zu ihrem Ross getragen und sie heraufgesetzt. Das Schwert, das elendtief im Baum stak, hat er gelohnt. Ob schon er seinen Ruf noch für mange Mil vernommen. Sie waren bei der Dämmerung aufgebrochen und im Mondenschein die Nacht geritten und den halben Tag. Da die Margrit bald vom Ross gefallen, machten sie des Mittags Rast. Er hat den Mantel unter einem Baum ausbreit und sie vom Ross genommen.
Alsdann, sie gar feine und langsame hingelegt und mit der Hand über die Haare gestrichen. Margrit sah nicht gut aus. Falb und müde sie war's. In der Nacht begann es zu regnen. Er hat das kleine Zelt aufgerichtet und sie schliefen lange. Am anderen Morgen hat Margrit endlich etwas gegessen. Er hat einen Hasen gefangen für einen anderen Abend. Hier wollte er eine weitere Nacht bleiben, da es Wasser hatte. Die Margrit tat ihm leid und er schaute allderweil auf sie. So hatten sie die ersten Tage nach dem wüsten Ereignis nicht ein Wort geredet. Heute ist der vierte Tag und es geht langsam besser mit dir. Der Türst und die Margrit reiten noch immer in Richtung Domodossola. Nun, da er zum ersten Mal für all die letzten Jahre das Schwert nicht auf sich tragt, fühlt er sich erleichtert. Aber er zinnt sich noch immer des Blutrausches und der Häme, die einst davon ausgegangen. Sein Kopf hat sich aufgeklärt, wie das Tal, wenn am Morgen die Sonne erst die Gipfelscheine macht und allmählich die Tüften aus den Bäumen aufsteigend und dann verschwinden und der Sonne die nächtlichen Schatten vertreibt. Da schaut er auf seine Hand und fand, dass auch der Ring sich gewandelt. Wie war? Jetzt, wo sein Mut und Befinden anders und er den grossen Widerspruch zu seinem Befinden vormals gewahr, so bemerkt er, was für ein Zauber das war, der ihm aufgelegen. Der Ring hat, wie das ihm scheint, seinen Meister verloren. Doch was der Zauber nicht gebrochen, sondern zwar nur von dem Zauberer entbunden. Noch immer strahlt er das Gefühl aus, als wär man nach dem sechsten Krug im Wirtshaus und alles sei gute und es gäbe nur das jetzt so und man wär von Weisheit erfüllt. Aber der Schleier, der über des Türsten Herkunft gelegen, der war weggezogen. Türst. Türst? Nein, nicht der Türst ist er. Er ist der Karl. Er lacht so laut, dass es weit ausschallt. Der Mechler Karri, das ist er. Auf dem Bödeli, bei der Schrä. Und nach stundenlanger Mühe gelang es ihm dann später, den Ring vom Finger zu ziehen. Mangenächtliche Mil, faire dort, war sein Lagerplatz. Dorthin drang das Lachen nicht mehr. Auf dem lagen 10 Waffenknechte in ihrem Blut, so wie sie im Kampf hingefallen. Man will sagen, dass es des Dürsten getat und nicht des Karlen. Leider denkt der Karl nicht so. Denn der Karl war es gesehen, der geduldig gewartet hat, bis der seine Gebete gesprochen und jedwedem mit seinem Dolch den Gnadenstoß hat gegeben. Und des Türsten Schwert, was das ist angericht, das ist unsäglich. In seiner Bosheit hat es den Gegner nur stets so verwundt, dass er weiter zu kämpfen noch im Stand. So zog dann bald einer den Fuß hinter sich her oder führte das Schwert noch zu einer Hand. Oder es ward ihm wohl gezählt, die Nasen oder das Auge getroffen. Doch ward doch auf die im Bann getan, dass sie nicht mehr Furcht hatten noch Schmerz. Als sie aber, wo die Heute Schwertes boser geworden und bald einer den Arm verloren, ein anderer das Bein, so kämpften sie doch weiter. So waren sie wieder aufs Neue vorgestürbet, nur um von dem Türst zerriemen geschnitten zu werden.
Karl erwacht im Zelte neben der Margrit und fühlt sich als gerädert. Wie er heraustritt, so ist das Ross noch gesattelt und wird nach langem Ritt nicht abgerieben. Karl fasst dann seine linke und hat den Knopf des Schwertes in der Hand, das jetzt wieder an seinem Gurt hängt. Er begreift, dass er den Ring nicht hätte abziehen sollen, obschon das eine Erleichterung ist gewesen. Offenbar haben sich die zwei magischen Gegenstände geschwächt und er war zöllicher Art nicht ganz unter dem Fluch des Schwertes gekommen. So steckt er den Ring wieder auf. Wo sie gegen Mailand kommen, so sagt die Margrit, dass sie will gegen Balance und nicht gegen Domodossola ziehen. Sie will nicht mit ihrem teuflischen Werkzeug zusammen ins Wallis, wo doch jeder wisse, dass dort die Hexen herkommen. Vor zwei Generationen hat man dort Hexengericht gehalten und ob er wisse, dass seinerzeit ganze Dörfer der Teufelsanbetung überführt worden sind. Er solle den Brief öffnen und das noch vor dem Abschied. Der Karl antwortet, das sei gegen alle Ehre seines Standes und dass er sich niemals wieder dürfe blicken lohnen in Rom. So verliere er doch all seine Ehre. Was sind denn dort erwarten, wo man doch Mörder von dort hege ihm hinterher geschickt und dass es doch klar sei, wer die gedungen, die ihm doch den Brief, das Schwert und auch den Ring verlangt hegen. Und will nun der Hartmann geschlagen, soll wohl auch der Zauber gebrochen. Er solle den Brief auftun. Karl aber dachte darüber nach, was das Schwert getan den letzten Samstag. Das, was sein zweiter Streit auf den Tod gesehen, und er hat 14 schon getötet. Im ersten Kampf hat er jeden Gegner mit einem Stich oder Hieb in die Oder getroffen, auf das der sofort verstarb. Beim zweiten Streit dann hat das Schwert das Vordertreffen und es ward in so teuflischer Eigenart gesehen wie es gewalt. Das wird sich wohl ereignen, denkt er sich, sollte er ein drittes Mal blank ziehen. Ihre Schwert zu Handen eines Walliser Hexers. Da aber der Ring ihm befohlen, er solle nach Domodossola, so wollte er nun genau deswegen den Brief öffnen und also auf Balance. So nahm er denn das Schreiben, brach das Siegel, öffnete den Brief und las dort die Worte, aber nicht die des Kardinal Schiener. An den hochedlen, durchlauchten ersten Sekretarius des Bistums Sitten, den Herrn Vicarius Georgius Supersaxum. In Rom gehend alles nach unserem Will. Der Papst hat sich hohen Gelds verschuldet um den Buß in der neuen Basilika. Kardinal Matthäus Schiener haben mit den Franzosen Hass geschürt und herfür gesorgt, dass er für längeren Zeit soll seinem Bistum fehre blieben, so ihr freie Hand habend. Werbend führt er hin nur noch Truppen zu französischen Diensten, unter dass sie reich an der Zahl werden. So der Kardinal seinen größten Trumpf, die Eidgenossen, spielen will, sollen sie ihm den Dienst versagen, da sie nicht gegen ihr eigen Blut im Franzosen herkämpfen werden. Um der Sorgen für euren eigenen Schutz, Schiener misstrüet euch allmählich. Zu dem Behufen schickt euch der Meister ein grosses Geschenk. Eines der drei Schwerter, die er im Liber Arcanorum beschrieben ist, ist aufgetaucht. Sein Träger ist der Bot, genannt der Türst, der dir den Brief überbringet. Doch hat er nicht das Herz, herfür uns zu dienen. Deswegen nimm das Schwert an dich und lass ihn verschwinden. Alsdann send mir seinen Ring zurück und fertige dir einen neuen, den du dem Mörder Türsten gibest. Gegeben zu dem Ignatiustag im Jahre des Herrn 1509. Hartmann.
Siehst du, dass es nähert sich dem Morte? In Lindwurm schlängelt sich das Tal herauf. Starr vor Schmutz, es fehlen mir die Worte. So elend, was doch einst ein stolzer Huf. So elend, was doch einst ein stolzer Huf. Da kommen sie, die armen Elendsgestalten, verwund an Lieb und Seel und tief gebückt. So manger kann sich nun noch aufrecht halten, will noch mit letzter Kraft ein Freundin stützt, will noch mit letzter Kraft ein Freundin stützt. Da gehen sie hin mit Krücken statt mit Schwertern, ihr Banner weht in Fetzen noch im Wind. Ein stummer Zug aus gemergelter Gefahrten, mit starrem Blick voll Gram und stumpfem Sinn. Mit starrem Blick voll Gram und stumpfem Sinn. Im Land sind sie hier schon mal durchgekommen, mit Pfeifen und mit Trommeln und mit Wein. Und um ein Haar hätten's mich mitgenommen, so schaue ich ihnen lang noch hintendrein. So schaue ich ihnen lang noch hintendrein. Der, der meint, er sei der Türst, der steht vor einer Pforte am Ende eines Gangs. Ihr Sturz ist von Rauch und Fels, in den rundherum bis zum Boden seltsame Zeichen geprägt. Die Tür aber in seinem Rücken ist aus dicken, abgewetzten Holzbohlen und in den Rundrecken ist vom Alter so rund geworden, dass das Fackellicht dadurch herüberscheint. In der Pfort ist ein kleines Türlein eingelohnt. Vor dem, wo meint, er sei der Türst, ist ein Gang. Der ist als wie mit einem Sagiblatt in dem Fels geschnitten, um die ohne der Türen, um die auch, dass der, der durch ihn geht, über sich hat, durch einen schmalen Schlitz, einen Streifen roten Lichts, ins schalen Tages nur. Kreischend fliehen die Ratten in ihre Löcher und das Getrippel der ihrer Krallen verstummt. Durch den Gang aber hört man aus der Dunkelheit Schritte, als wie jeden Morgen. Aus der Dämmerung kommen zwei der Fahnenträger daher. Dann in Sicht der Mönche in schwarzen Kutten, die Gesicht in die Kapuzen gezogen. Als dann die Diener, wo den Baldachim tragend und unter dem Baldachim in der Dunkelheit ein Etwas, das Türst noch nicht auszumachen vermag im Halblicht. Einer der schwarzen Mönch tritt dafür und gibt mit der Hand eines Greifs dem, der meint, er sei der Türst, einen Schlüssel. Und bei der nimmt ihn und gibt den also durch das Türlein in der Pfort. Ein Knacken halt von dem Felswänden wieder. Da öffnet sich die Pforte und der Zug setzt sich in Bewegung. So kommen also auch die Gestalten unter dem Baldachim näher. Er erkennt zweiner der Höllenfürsten an den flammenden Bischofstäben und den wallenden, stinkenden Gewändern. Das eine Gesicht ist vom Aussatz gezeichnet, der andere hat das eines Vogels.
mit ihren fetten Menschenwänsten und den Beinen von einem ausgemergelten Gizi sehen sie gar hässlicher aus. Da bleibt dem Hartmann wie jeden Tag der Puls aus und eine Bestürzung kommt über ihn, als wollte der grad der Hochgestellteste selber über ihn ins Gericht. So ringt er nach Luft und möchte gern wegrennen, doch muss er seine Angst bezwingen, schon sei es ihm schlecht ergiechen. Und er waren die Höllenfürsten dann vorbeigezogen, so schlotternd dem, der meint, der sei der Türst, all seine Glieder und Zähne noch bis zum Mittag hin. Als ich einst in den Dienst komme mit Halmbad, Helm und Vaterhut, die Säck voll Geld, die Hand voll Blut. Ich tat nicht tot noch Teufel frommen. Ein Narr, der zieht in Seeland durch. Gott sein's Herz und Mut verlaus und ich halt wacht. War einer sieben Jahre im Feld, stets kam er zurück zu Trunk und Mord. Dies Tun hat ihm die Seele verdorrt. Des Teufels Gesellschaft hat er gewahrt. Der Wind ins Herz mit Türen nimmt, auf das für die Not er blinzelt sie. Und ich halt wach, ich halte wach am Rhinestrand, meine Hand verhüt, was sie entfacht, veracht und stumpf und ausgebrannt im Söldnerstand. So halt ich wacht, ich halte wacht. Und kam ich zurück ins Segenland und hätt ich Ruhm und hätt ich Geld, kein Mensch, der sich noch zu mir gesellt. Der Kringst speut's mir vor die Füße, die Schand, wer seiner Labtig morden tut, dem ist kein ehrbare Arbeit gut. Und ich halt wach, so halt ich wach und gib verloren meine Seligkeit im Himmelreich und kämpfe mit dem Teufel. Doch selbst han auf beschworen, der Teufel bestellt mir's Grab und lacht. Dich hol ich bald und ich halt wach. Ich halte wach am Rhinestrand, meine Hand verrührt, was sie entfacht, veracht und stumpf und ausgebrannt. Im Söldnerstand, so halt ich wacht. Ich halte wach am Rhinestrand, meine Hand verhüt, was sie entfacht, veracht und stumpf und ausgebrannt im Söldnerstand, so halt ich wacht. Ich halte wacht, ich halte wacht. Alte Wacht. Ich halte Wacht.